denn die Zeiten ändern sich. Entscheidungen sind getroffen. Es fing schon früh in der Grundschule an. Ständig riefen sie zu Hause an, ich sei ein Lügner und zu oft wutentbrannt. Die Schande nach meinem Interesse meinten diese Pädagogen. Meinen Eltern gaben sie keine Schuld, ich war ja gut erzogen. Ab der fünften sollte ich dann plötzlich aufs Gymnasium. Für mich war's zwar eine Ehre, doch auch eine weite Fahrt. Und außerdem war das damals nix für mich. Ich konnte ja noch nicht sehr weit denken, tja, Kids sind halt Kids. Und dann sind wir auf das Dorf gezogen, raus aus meiner Gegend. Zwar war es in der Nähe, doch der Weg dahin ein Elend. Dann kamen die ersten Drogen, dadurch fühlte man sich mächtig. Doch letztlich rächt sich, denn es rechnet sich echt nicht. Ab der sechsten dann lief auch die Schule nicht mehr prächtig. Das Gymnasium war längst abgeschrieben, denn real ist doch nichts Schlechtes. Doch vergesst es, denn dann kam der Bruch. Ich hab auf alles geschissen, denn mit der Zeit war jetzt Schluss. Kommt und reicht mir den Lenker, denn so kann ich nicht mehr weitergehen. Diese Richtung muss sich ändern und wenden. All das Schlechte auch vorüber ist, bewegt der Strudel der Zeit sich weiter noch mit Übersicht. Denn die Zeiten ändern sich, das alles lass ich hinter mir. Entscheidungen sind getroffen, nicht dass in mir hier das Kind erfrieren. Ich hab mich völlig abgekapselt und auch Mama hat sehr gelitten. Jeden Tag konnte man's hören, wir haben uns wieder mal gestritten. Wegen dem Grün in den Kippen oder weil ich nicht zur Schule ging. Siebenmal suspendiert, ich hab mehr Storys als Gebrüder. Dennoch war die Zeit sehr prägend, denn der Takt ging ins Blut über. Wir machten einen auf Gangster, doch waren bloß Schüler. Wir rockten Tische, Stühle, Wände, Tekken, Busse und Trains. Auf der einen notgedrungen, auf der anderen ein Sales. Und heute rappt hier jeder seine Part. Bruder, wir sind jetzt im sechsten Jahr. Sorry für das Dissen, das geht echt nicht klar, aber du kennst mich ja. Deswegen schick ich jetzt auch Grüße raus. Zum Beispiel Otto, ruf an, wenn du keine Entenfüße mehr brauchst. Und scheiß auf Linda, scheiß auf Sarah, scheiß auf Claudia und auch Jacqueline, auf Janine. Und natürlich auch auf den Rest wie zum Beispiel Juliane. Juliane. Kommt und reicht mir den Lenker, denn so kann ich nicht mehr weitergehen. Diese Richtung muss sich ändern und wenden. All das Schlechte auch vorüber ist, bewegt der Strudel der Zeit sich weiter noch mit Übersicht. Denn die Zeiten ändern sich, das alles lass ich hinter mir. Entscheidungen sind getroffen, nicht dass in mir hier das Kind erfrieren. Denn die Zeiten ändern sich. Bei der Polizei gesessen, war ein Dutzend Mal vor Gericht und hab dreimal ordentlich eingesessen. Dabei bin ich so lang friedlich, doch die ganze Scheiße zieht sich. Warte doch nur drauf, dass ich endlich mal mein Peace krieg. Ich will bei Null starten, ganz einfach alles resetten, mich völlig neu erfinden und den anderen Scheiß vergessen. Am besten fall ich auf den Kopf und hab danach Amnesie. Am besten schlag dir noch mit dem Stock, man weiß ja nie. Kommt und reicht mir den Lenker, denn so kann ich nicht mehr weitergehen. Diese Richtung muss sich ändern und wenden. All das Schlechte auch vorüber ist, bewegt der Strudel der Zeit sich weiter noch mit Übersicht. Denn die Zeiten ändern sich, das alles lass ich hinter mir. Entscheidungen sind getroffen, nicht dass in mir hier das Kind erfrieren.